Ja, also wenn Sie jetzt noch dabei sind hier bei unserem Film und sich da aber auch begeistert von der Technik, die wir bisher Ihnen vorgeführt haben und erklärt haben, dann wäre jetzt eigentlich angebracht, mal über die Sitzposition zu sprechen, denn wie sitze ich eigentlich auf so einem Tauberrad-Crossover? Sitze ich da bequem oder wie ist denn das? Tut mir dann irgendwie mit der Zeit einmal die Hände weh oder das Gesäß oder der Rücken oder was weiß ich? Also grundsätzlich ist so, wenn ich draußen rumfahre, und das passiert häufig mit dem E-Bike, und dann sehe ich ja andere, die nicht bei uns ein E-Bike gekauft haben, sehe ich dann auf der Radwege hin und her fahren. Und dann habe ich da so einen geschulten Blick, würde ich jetzt mal sagen, dann sehe ich in Sekundenbruchteile, ob dieses E-Bike oder das Fahrrad dieser Person passt. Und da muss ich sagen, manchmal gruselt es mich, wirklich, manchmal gruselt es mich. Da sehe ich kleine Frauen auf viel zu große Fahrräder und E-Bikes. Da sehe ich große Männer auf viel zu kleine E-Bikes. Und da denke ich, schüttel da immer nur mit dem Kopf und denke mir, mein Gott, es ist ja nicht darum, dass man mal hergeht und bestellt mal ein Schnitzel und das war nichts, ja, das vertauscht und dann ist es wieder weg. Sondern so ein E-Bike ist eine Investition, wir reden von Nachhaltigkeit. Und wenn Sie 3.500, 4.000 Euro ausgeben für etwas, was dann passt, ist blöd. Ja, und da kann ich dann auch hinterher schlecht was dran machen, eigentlich gar nichts. Ne? Aus dem Grund ist es gar nicht so einfach, ein Sondermodell anzubieten für Personen zwischen 1,65 Meter und 1,95 Meter. Das ist unser Anspruch. Aus dem Grund bieten wir die Rahmenhöhe an 45, 50, 55, 60. Genau. So, und die müssen wir an Lager haben. Aus dem Grund haben wir uns auch für eine Farbe entschieden, für das klassische Weinrot. Das ist eigentlich die gängigste Farbe bei uns. Ne? Und wenn dann Leute zu uns kommen, also wir wissen ja schon in etwa, wie groß der Rahmen sein muss. Also die Körpergröße ist entscheidend, das sehen Sie auch bei uns dann auf der Internetseite. Wir geben an, circa, man kann es trotzdem noch abweichen. Das hängt dann mit der Schrittlänge zusammen. Du tust also auch Schrittlänge messen, ne? Genau, also allgemein kann man sagen, ein guter E-Bike-Verkäufer fragt drei Dinge. Einmal die Körpergröße, die Schrittlänge, wie Sie richtig gesagt haben, und dann natürlich das Körpergewicht, dass man wissen, okay, kann er damit fahren oder nicht. Die meisten wissen, wie groß sie sind und wie schwer. Bei der Schrittlänge wissen sie es meistens nicht. Deshalb bei einer Probefahrt gehen wir runter. Wir haben so ein Gerät, da wird die Schrittlänge dann gemessen. Ja, und dann, Entschuldigung, ja. Ich habe einen Film gemacht, Schrittlänge messen, finden Sie bei uns auf der Internetseite, mit einem Buch und einem Zollstock und so. Genau, ja. Und dann kann E-Bike-Verkäufer dann genau zuordnen, welche Rahmenhöhe einfach passend ist für den Kunden. Ja genau, und dann muss man aber noch so ein E-Bike auch an Lager haben. Genau. Wissen Sie, es ist so, Sie wissen ja gar nicht so ganz genau, was da jetzt verkauft werden muss und was nicht. Also bei uns können Sie eines davon ausgehen, wir verkaufen keine Dinge, die nicht passen. Dann sagen wir einfach, das gibt es nicht, oder Sie bestellen ein individuelles E-Bike oder es muss besorgt werden, das dauert seine Zeit dann eben. Aber es kommt überhaupt nicht in Frage, dass man Ihnen ein zu großes oder kleines Tauberrad verkaufen würde. Das machen wir vom Prinzip her nicht. Das macht auch keinen Sinn, weder für Sie noch für uns? Nee, das widerspricht unserer Ethik und allem. Jo. So, dann, also die Sitzposition haben wir geklärt, das heißt, es kommt ein bisschen auf Ihre Körpergröße an, auf die Schrittlänge, aufs Gewicht, also Sie können da ruhig 120 Kilo mitbringen, macht dem E-Bike auch nichts. Und wir haben uns dann noch für einen Medicus-Sattel entschieden. Genau, der Medicus-Sattel ist, wie der Name sagt, der Name ist Programm, eben medizinischer Sattel, er ist sehr angenehm. Er hat hier ein bisschen Platz für die Männer, dass sie was ablegen können, dass es einfach gemütlicher ist. Für den Genitalbereich, genau. Dass der keinen Druck hat. Ne, du, ich hab das. Manchmal hat man da wirklich Beschwerde, Prostata oder so in der Richtung und dies und das. Und bei Frauen ist es übrigens das Schambein. Da habe ich mich jetzt eingelesen, weil das Schambein auch daneben drücken kann. Und dadurch hat man hier ein Loch rein gemacht. Ist vielleicht im Winter nicht ganz so praktisch, da wird es dann kalt. Da könnte man dann eine Lammfell drüber ziehen. Okay. Geschmackssache, ja. Ich glaube, man kann einfach sagen, ein Sattel ist ein tragendes Element, wo dann natürlich auch der Komfort
dann wieder gespiegelt wird vom ganzen E-Bike, weil wenn der Po wehtut oder irgendwas einschläft, dann fährt man einfach keine Touren. Ja, dann geht die Stimmung nach unten. Ne? Also sollte der Sattel dann nach einer bestimmten Zeit und Gebrauch, wo Sie merken, Ihr Niveau ist bei 50 Kilometern eine Schwelle und Sie wollen aber länger fahren, dann könnte man nur noch einen S-Kulab-Sattel empfehlen. Genau. Da geht es nur noch eine Steicherung. Genau. So, ja. Dann der Lenker ist so gemacht, er ist relativ breit und er ist leicht nach hinten gekröpft. Dadurch werden die Handgelenke schön ausgerichtet. Da geht es hier um das Handgelenk und Karpaltunnel. Manche haben da ein Problem mit, ich auch. Ne? Also es gibt so Schwerarbeiter, die haben solche dicke Handgelenke. Die merken gar nichts, die können irgendwie immer die Hand drauf tun. Und dann gibt es empfindliche Wesen, so wie ich zum Beispiel. Und wenn ich jetzt hier mit einem schlechten Lenker, also der nicht passt, also der zum Beispiel ganz gerade ist, da hätte ich Riesenprobleme, da fahre ich keine 10 Kilometer. Und dann sehen Sie auch, beobachten Sie das einmal, wenn Ihnen Leute entgegenkommen, wenn die hergehen und legen ihre Hände, Handballe so auf die Griffe, wissen Sie schon ganz genau, die sitzen falsch. Dann tut ihnen irgendwas weh, sie müssen sich abstützen, hochnehmen oder die Handgelenke tun weh. Ein Lenker und die Griffe müssen so optimal sein, dass du hinlangst und so fährst du den ganzen Tag 4-5 Stunden fahren ohne Beschwerden. Dann ist richtig. Und aus dem Grund auch Ergon-Griffe drauf. Das sind so wie zum Beispiel Schuhe, ein Fußbett haben. So habe ich die auch hier eine Stütze, damit das Handgelenk oder der Handballen nicht abrutscht nach unten, sondern dass der gestützt wird. So, und dann habe ich die optimale Position. Übrigens, wenn Sie Lenker oder fahren, achten Sie drauf, die Arme dürfen nicht durchgestreckt sein, das gibt es manchmal auch, die fahren dann so, sondern hier immer leicht angewinkelt. Das nimmt einmal die Stöße so mit. Ne, so. Und zum anderen ist dann hier auch, der würde blockiert sein, wenn Sie so durchdrücken. Ja, also das bedeutet, würde Sie jetzt das E-Bike bei uns bestellen, dann können Sie noch hergehen und die Sattelhöhe verändern, nach oben, unten. Zeigen wir Ihnen auch gleich, wie man es richtig macht. Und zwar, also dieses Rädle wäre jetzt zu klein für mich. Klar, also ich komme ja noch ziemlich flach mit den Füßen auf den Boden. Und sehen Sie, wenn Sie jetzt mit der Ferse aufs untere Pedal gehen und sitze bequem auf dem Sattel, dann sollte das Bein jetzt durchgestreckt sein. Also so, also ich müsste jetzt noch höher sitzen. Waha heil, so fahren Sie ja nicht, Sie fahren ja so. Und ab diesem Moment ist er leicht angewinkelt. Und das ist die richtige Trethöhe. Sie kommen dann allerdings mit beiden Füßen nicht auf den Boden. Weil die Pedale haben ja einen gewissen Abstand zum Boden, ne? Und wenn sie dann da so runter, dann würde sie so sein. Also das heißt, zum Anhalten macht man einen Schritt dann nach unten. Ist es Ihnen zu hoch, weil Sie viel in der Stadt fahren, machen Sie den Sattel eben weiter runter. Entweder Sie kriegen von uns einen Schnellverschluss auf Wunsch oder jeder Kunde und jede Kundin kriegt hier ein Multifunktionswerkzeug. Das ist richtig gut. Meine Frau hat es auch bei in der Küche, da tut sie alles dann die Pfannegriffe mit nachschrauben, da ist ein Kreuzschlitz noch dabei. So, und dann machen Sie zack, zack und können das nach oben oder unten stellen. Oder eben, wenn mehrere Leute mitfahren, machen wir einen Schnellverschluss hin und schwuppdiwupp macht dann derjenige, der ist so ein langer Kerl. Also ich würde mir dann den Sattel jetzt so weit rausmachen und könnte dann auch bedingt dort damit fahren. Der Lenker ist dann halt relativ weit unten, weil der Rahmen so klein ist. Also wenn Sie einen Unterschied haben, also zum Beispiel ein Ehepaar kauft sich ein E-Bike, ein Unterschied von 10, 15 cm Körpergröße, das kriege ich mal hin. Also das wäre jetzt mal eine Frage, kam auch letztens mal vor, ein Ehepaar war es, glaube ich, möchte auch sich erstmal ein E-Bike kaufen. Ja. Macht es Sinn, dass man sich ein E-Bike teilt zusammen? Ja, freilich. Also zu zweit sollen wir nicht miteinander fahren. Obwohl ich das also auch schon gemacht habe. Die Gepäckträger sind ja sehr stabil. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, natürlich kann man doch. Das ist so das optimale Familie-E-Bike. Es gibt ja auch ein Auto, wo man sich teilt. Eben, eben drum. Sollte man da was auf der, bei der Rahmenhöhe beachten? Dass man dann, der Mann soll dann lieber tiefer fahren oder die Frau eher höher? Oder soll man sich in der Mitte treffen?
Ja, in der Mitte ist immer so ein Kompromiss, ne? Da sitzt keiner so richtig gut. Also ich würde mich eigentlich nach der kleineren Person ausrichten. Und dann soll derjenige, der dann halt sagt, der muss halt sprechen noch der Mann, Überstunde, ne? Überstunde machen. Und dann sich entsprechend der Sattel rausstellen. Aber wenn eine kleine Person auf einem zu großen E-Bike sitzt, das ist furchtbar, weil das schwere Gerät, das konnte ich kaum halten. Ne? Das ist zu lang und es ist zu groß. Und das ist dann gefährlich. Also der eine, der sitzt halt nicht richtig drauf, aber in dem Fall, wenn das Rad zu groß ist, kann es zu kritischen Situationen kommen. Also das besser vermeiden. Das war das Kapitel zum richtigen Sitzen. Genau. Und wenn Sie sich an das halten, was wir Ihnen sagen, können Sie gut und gern Tagesstrecke zurücklegen mit 100 Kilometer und steige ab und sage, und jetzt gehen wir noch tanzen.